Okay, liebe Leute, heute schauen wir uns mal ein Freeware-Produkt an, und zwar die Cessna T37B Tweed. Heute schauen wir uns, wie gesagt, mal ein Freeware-Produkt an, und zwar die Cessna T37B Tweed. Das Produkt gibt es kostenlos auf FlightSimTO runterzuladen. Es handelt sich hierbei um einen zweisitzigen Militärtrainer aus den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist schon ein turbinengetriebenes Trainingsflugzeug. Und das Teil ist dafür, dass es kostenlos ist, einfach nur der Hammer, muss ich sagen. Grafisch auf jeden Fall mega, mega top. Vom Flugmodell her bin ich der Meinung, kann auch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ich habe mir ein originales Handbuch besorgt und habe da so ein paar ganz kleine Unstimmigkeiten festgestellt, aber nichts, was den Spaß jetzt irgendwie trübt. Ja, das Teil ist einfach nur krass. Dafür, dass es kostenlos ist, kann ich nur empfehlen, das mal auszutesten. Und das Außenmodell sieht einfach nur mega aus. Ja, die Tiefeninformationen über die ganzen Nieten und alles, das sieht richtig plastisch aus, richtig gut gemacht. Hut ab. Ehrlich. Vier Liveries sind dabei, aber es gibt dann sicherlich jetzt auch zusätzliche Liveries über FlightSimTO runterzuladen. Der Sound ist auch genial. Und das Handling ist auch einwandfrei. Ja, in meinen Augen ist einfach die Speedbrake ist ein bisschen zu stark. Also die Luftbremse hat ein bisschen zu viel Drag. Das ist fast schon das Einzige. Krass, oder? Und jetzt ist Cockpit, Leute, für Freeware. Ja. Kann man hier mal reingucken. Ich fände es echt krass. Also da haben wir definitiv schon Paver-Produkte gesehen, die schlechter waren. Ja, hier sitzt normalerweise der Trainer. Da sitzt der Trainee. Krass. Ein Haufen bewegliche Teile. Ja, Cockpit, Haube beweglich. Speedbrakes. Also gekoppelt so an die Flaps sind noch ganz kleine Klappen. Die kommen hier vorne dann raus. Ja, hier. Echt geil. Und für Freeware. Tada. Co-Pilot, ja. Das schafft manche Payware nicht mehr. Echt der Hammer. Gut, dann würde ich sagen, mach mal eine ganz kurze Cockpit-Tour, wo ich auf so ein paar Besonderheiten hinweise. Im beigefügten PDF ist ansonsten eine Übersicht, wo jedes Instrument beziffert ist, und dann kann man auf der anderen Seite nachlesen, was das jeweils sein soll. Es gibt so ein paar kleine Besonderheiten, die nicht unbedingt auffallen, wenn man das Handbuch nicht liest. Das gehört jetzt noch nicht dazu. Das ist einfach nur eine Verriegelung. Wir haben hier, wie gesagt, die Seite des Flugschülers und hier die Seite des Fluglehrers. Das ist der Throttle für den Flugschüler und das ist der Throttle für den Fluglehrer. Die Throttles gehen in den Cut-Off. Das ist hier machbar. Bei den Throttles ist das nicht machbar. Das heißt, wir können hier bei meinen Einstellungen, bei der klassischen Methode, das Cockpit zu bedienen, kann ich hier mittlere Maustaste klicken, rechte Maustaste, und dann komme ich hier in den Cut-Off. Das muss ich aber jedes Mal beim Start machen. Und aus dem Cut-Off kriege ich das ganz einfach mit der Maus gezogen. Ja, aber ich kriege es nicht in den Cut-Off gezogen. Da muss ich mittlere Maustaste klicken, rechte Maustaste klicken, dann sind die im Cut-Off. So wäre jetzt die Ursprungsstellung für den Engine-Start. Dann haben wir hier die Verriegelung für das Canopy oder für die Canopy. Und wenn das nicht verriegelt ist, gibt es hier theoretisch dann nachher eine Warnleuchte, die angeht. Das hier ist das Slaven des Kompass, mit dem Gyro. In der Mitte ist schon die richtige Stellung. Kann man so lassen. Dann haben wir hier unten die Startmechanismen. Jetzt ist das hier so programmiert, dass wir den Starter, also rechts und links, mit der Maus nach oben ziehen müssen und halten müssen, damit das funktioniert. Da ist ein Haufen Code bei in der XML-Datei. Ich habe mal reingeguckt.
Und das kann man auch nicht ganz einfach mit einem Skript im AAO machen, aber es geht. Man muss dazu aber fast den kompletten Code aus der XML übernehmen, weil damit werden ein Haufen Sachen getriggert, der Starter, ein Treibstoffventil noch dazu, und deshalb kann man hier nicht einfach die Variable von dem Knopf nehmen und einfach nur auf 1 setzen oder sowas. Das funktioniert nicht. Aber mit XSNOs geht es. Ich habe ein Skript geschrieben, wo ich das toggeln kann, ja, sodass ich die richtige Startprozedur machen kann, weil wer jetzt zum Beispiel nur mit der Maus spielen kann und die Skripte oder XSNOs nicht hat, der muss im Engine Start den Schalter nach oben halten und kann also nicht gleichzeitig dann den Ignition-Schalter bedienen und die Throttle in den Idle ziehen. Ja, das geht dann nicht. Wir starten nachher mal die linke Engine, so wie es hier im Handbuch vorgesehen ist, und dann starten wir mal die rechte Engine nachher, so wie es eigentlich richtig wäre laut Original im Handbuch. Das ist ein wichtiger Schalter, ja, die Inverter darf man nicht vergessen. Batterie, Generatoren ist klar. Hier sind die Engine-Instrumente für die Turbinen, ja. Linkes Triebwerk, rechtes Triebwerk. Dann haben wir hier natürlich die Instrumente vom Flugschüler, kennen wir alle schon, ja, Sixpack. Ein bisschen anders damals noch sortiert. Attitude Indicator, Kompass, Geschwindigkeitsanzeige, also Airspeed Indicator, Altimeter, Turn Coordinator. Hier ist der Flaps Indicator, also die Stellung der Landeklappen. Hier haben wir im Prinzip einen Curse Deviation Indicator, so klassisches Teil, ne, was uns die Abweichung von einem Localizer und auch einer Glideslope anzeigen kann. Variometer, also vertikale Geschwindigkeit, und hier ist nochmal so ein ADF-Kompass. Und ja, Uhr ist klar, hydraulischer Druck, Treibstoff, und dann haben wir das Ganze hier für den Fluglehrer auch nochmal in einfacher Form. Ja, einfach nur Attitude Indicator, Geschwindigkeit, Höhe und Turn Coordinator. Die Oxygen, also die Sauerstoffgeschichten, funktionieren noch nicht richtig. Die Circuit Breakers funktionieren auch noch nicht richtig. Alles nicht so wild. Dann haben wir hier im Prinzip die Avionik. Mehr das Teil nicht. Ne? Das hier oben ist im Prinzip ein IFF-Gerät, wie es in Militärgeräten üblich war. Hier im Flugsimulator funktioniert aber nur Mode 3. Ne? Das ist der Score-Code. Dann haben wir hier ein Radio. Das wird gleichzeitig als COM-Radio benutzt. Oder als ADF-Radio. Hier unten haben wir das NAV-Radio. Da ist im Handbuch auch erklärt, wie man das hinbekommt, dass man über einen Tarkan ein DME und sowas ausliest. Man muss im Prinzip, das Tarkan kann man hier eingeben und hier kann man die VOR-Frequenz eingeben. Das ist alles nicht so hundertprozentig im Simulator machbar. Es ist leider immer noch so. Aber es funktioniert theoretisch. Also man kann ein klein wenig navigieren damit. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Kann man loslegen, würde ich sagen. Die Pilotenmodelle kann man natürlich in den Optionen auch umstellen. Aber die Militärpiloten haben halt gleich so einen kompletten Helm auf und so. Und das passt für mich im Trainerflugzeug nicht. Deshalb lasse ich mal zivile Kleidung an. Ganz kurz ein Wort zur Szenerie. Wir befinden uns an der Nellis Air Force Base in Las Vegas, in Nevada. Das Ganze ist eine Payware-Szenerie. Das wird bei euch, also wenn ihr die Szenerie nicht habt, anders aussehen. Ja, nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich finde das hier eine passende Szenerie, um den Trainer zu testen. Dann werden wir das Flugzeug jetzt mal starten. Ich habe es nochmal neu reingeladen, dass es im Ursprungszustand ist. Ich habe nur den Piloten angeklickt. Wir testen erstmal, dass die Parkbremse gesetzt ist. Dann lösen wir die Verriegelung. Am besten, wie gesagt, die Throttles erstmal in den Idle. Das wäre so richtig im originalen Flugzeug. Dann Batterieschalter an. Die beiden Generatoren an. Den Inverter auf Main. Anti-Collision-Licht an. Kleinen Moment warten. Gegebenenfalls einfach mal ein bisschen was rumtesten, ja, zum Beispiel den Fuel Quantity Test, dann muss die Lampe leuchten. Normalerweise sind das nur Lampen, die leuchten, wenn man reindrückt. Das ist jetzt mit dem gelben Punkt schwer zu sehen. Einige Lampen sind sowieso von der Helligkeit her nicht richtig deutlich zu erkennen, jetzt hier im Tageslicht, ja. Aber das sind theoretisch alles Lampen, die man so durchtesten kann. Zumindest in einem echten Flugzeug. Und jetzt
werden wir die Engine starten. Und zwar werden wir die linke Engine jetzt so starten, wie es hier im Add-on vorgesehen ist, mit dem Halten des Schalters. Und danach starten wir die rechte Engine so, wie es eigentlich richtig wäre draußen. Dazu müsste man aber ein Skript über Access&O benutzen. Wichtig jetzt beim Engine Start sind diese Anzeigen. Ja, das sind die Drehzahl der Turbinen. Das ist N1. Danach richten wir uns, wann wir was machen. Bei der Variante, wie sie jetzt hier im Flugsimulator standardmäßig vorgesehen ist, vom Entwickler dieses Add-ons, setzen wir den Hebel vorher in den Idle, machen Ignition an, Fuel Booster Pump an und werden jetzt den Hebel nach oben ziehen und oder also den Button hier, den Switch nach oben ziehen und halten, bis wir bei ca. 21-22% deutlich hören, dass die Turbinen wirklich zünden. Man sieht dann auch eigentlich, dass die Temperatur anfängt zu steigen und der Treibstoff fließt. Ja, dann kann man den Schalter loslassen. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt loslasse, ja, wird's abgebrochen. Ich lese mir unten die Werte auf der Leiste auch aus, ja, 10% N1. Und gleich zündet's. Ja, man hört es auch deutlich am Sound. Temperatur steigt. Jetzt kann man loslassen. Ignition geht automatisch mit aus. Und wir warten, bis sich die Engine stabilisiert hat. Das ist im unteren Bereich der grünen Markierung. So. Die zweite Engine, die rechte, die starten wir jetzt mal so, wie es eigentlich richtig wäre. Dazu löse ich jetzt mit einem Skript den Starter-Button aus, dass er nach oben geht und dort bleibt. Dann wird eigentlich bei rund, ja, 5% N1 wird die Ignition angemacht und bei rund 8% N1 laut Handbuch wird dann der Hebel in den Idle gezogen. Ja, und dann wartet man auch wieder, bis es zündet und lässt dann den Starter los. So, ich drücke jetzt mein Skript. Starter geht nach oben. Turbine läuft an. Wir haben jetzt rund 5%. Ignition an. Und 8% Idle. Und jetzt warten wir, bis es zündet. Und da kommt sie. Und wir können ausmachen. Ich benutze das Skript jetzt auch zum Ausschalten. Und was mein Skript nicht macht, ist die Ignition aus. Die mache ich von Hand aus. So. Fertig. Engines laufen. Dann werden wir uns noch den Luftdruck einstellen, richtig. Also die Altimeter ordentlich setzen, sind die gesynkt? Ja, die sind gesynkt. Attitude Indicator überprüfen, dass der gerade steht und nicht gefleckt ist. Wenn hier die Flagge noch ist, also die rote, ich weiß gar nicht, wie wir auf Deutsch dazu sagen, dann ist der Inverter zum Beispiel nicht an. Ja, also das muss weggehen hier, die Flagge. Dann machen wir Navigationslicht an, beziehungsweise Positionslicht, indem wir diesen Schalter nach unten drehen oder switchen. Taxilicht an, Haube zu. Der Sound switcht ein bisschen spät um, aber er hat gesagt, er hat es so programmiert, dass man hier drinnen nicht einfach nur einen etwas leiseren Sound von draußen hört, sondern es ist ein komplett eigenes Soundset für das Cockpit. Weil es mehr als nur gedämpft ist. So hat das irgendwie beschrieben. Er hat es wahrscheinlich nicht über Weiß gemacht oder so. Das ist aber jetzt für ein Freeware-Produkt auch vollkommen egal. Ja, das Ding ist, für kostenlos ist das einfach der Hammer.
So. Die Treibstoffpumpe sollte, oder es wird empfohlen, die Treibstoffpumpe die ganze Zeit anzulassen. Erst recht, wenn man vielleicht mal kurz invertiert fliegen möchte oder sowas. Das Teil ist nicht unbedingt ein sehr akrobatisches Flugzeug. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel 30 Sekunden invertiert fliegt oder so, kann es passieren, dass die Engines ausgehen, trotz Treibstoffpumpe oder sowas. Ja, sollte man jetzt nicht allzu doll mit rum experimentieren. Und das Flugzeug hier hat ein programmiertes Nose Wheel Steering. Das ist auch total cool. Und zwar ist das der Button hier. Wenn er reingedrückt ist, ist Nose Wheel Steering aktiv. Dann haben wir so ca. 35 Grad Ausschlag links rechts. Und wenn der Button rausgeklickt wird, dann ist Nose Wheel Steering inaktiv. Und theoretisch wäre dann im echten Flugzeug, glaube ich, komplett die Hydraulik von dem Bugrad weg oder sowas. Aber hier im Flugsimulator haben wir jetzt in der Stellung ungefähr noch einen Ausschlag von 10 Grad. Ja, das wäre der Button hier. Da habe ich leider keine Ingame-Bindung gefunden. Geht vielleicht aber irgendwie, ich habe es noch nicht gefunden. Ich habe dazu auch einfach ein Skript über XSOs geschrieben, sodass ich das Teil auch ganz einfach mit einem Button an meinen Joystick an- und ausschalten kann. So, ganz wichtig, wie gesagt, ist das Verriegeln der Canopy. Sonst leuchtet hier diese Lampe auch auf. Ja, als Fehler. Es ist ganz, ganz schwer zu erkennen bei den Lichtverhältnissen, aber es ist definitiv zu sehen. Dann werden wir mal erstmal vorrollen jetzt zur Startbahn. Wir lassen Nose Wheel Steering an. Mach mal Head Tracking an. Alles, was hier so links und rechts rumsteht, das gehört zur Szenerie. Ja? Das ist jetzt nicht beim Flugzeug dabei. Die Animation der Pedale ist invertiert. Nicht wundern, okay? Also wenn ich ins rechte Pedal drücke, geht hier das linke rein. Da ist einfach die Animation verkehrt rum. Ja, und wenn Nose Wheel Steering an ist, haben wir so einen richtig schönen Radius zum Drehen. Die Speedbrake bei dem Teil kommt übrigens da unten raus. Na, ich setze mal kurz die Speedbrake. Na, das ist die Luftbremse hier. Und wenn wir Flaps Full setzen, kommen hier sogar auch noch solche kleinen Sachen raus. Da habe ich gelesen, dass das für irgendwelche Verwirbelungen sorgt, die ja irgendwas am Ruder auslösen. So richtig verstanden habe ich das nicht. Das hat aber irgendwas damit zu tun, dass man irgendwie auch nochmal besser merkt, wenn man langsamer wird oder sowas. Ja, diese kleinen Flächen hier, die sind automatisch an die Flaps gekoppelt. Landeklappen haben zwei Stellungen. Einmal halb, einmal voll. Wir können minimal Nose abtrimmen für den Take-Off. Das muss man dann je nach Gewicht sich ein bisschen erfliegen. Ups, ich habe jetzt so auf den DC-17 geguckt. So, wir machen kurz Landelicht an. Wir machen die Strobes an. Ja, hier unten. Und alles andere ist eigentlich gesetzt. Meine Sicht ist ein klein wenig nach vorne gerutscht irgendwie. Ich muss mal kurz. Müh.
Ey, die ist nach hinten gerutscht. Ich klippe immer in den Sitz rein, wenn ich mich drehe. Jetzt nicht mehr. Jetzt klippe ich nicht mehr rein. Okay. So, Sky Dolly läuft. Ja, passt. Ja, ich kriege ja wie gesagt leider das Tarkan hier von der Nellis Air Force Base nicht rein. Hier gibt es auch ein ILS-Signal, aber ich mache hier eine rein visuelle Landung. So. Nose-Wheel Steering off. Für den Takeoff gibt es im originalen Handbuch natürlich auch Geschwindigkeitstabellen. Die Rotationsgeschwindigkeit hängt vom Gewicht ab, ist ziemlich linear interpoliert. Ich habe mir eine kleine Formel geschrieben, die habe ich hier unten auf die Leiste mit übernommen. Das heißt, bei unserem Gewicht haben wir jetzt eine Minimum VR, also Rotationsgeschwindigkeit von 80 Knoten. Es wird aber im Handbuch empfohlen, mindestens bis 90 Knoten zu warten mit der Rotation. Ja, also Minimum 90 und dann, wenn wir ganz schwer sind, können es auch mal 92, 93 sein. Und falls eine Engine ausfällt, dann ist die Rotationsgeschwindigkeit bei 100 Knoten. Ja, dann Fahrwerk einfahren, Flaps einfahren und dann Spaß haben. Zur Performance der Engine bzw. den Limits, 100% Leistung darf man nur ungefähr 30 Minuten abrufen. Danach muss man eine ganze Weile Pause machen, bevor man dann wieder 30 Minuten Maximalleistung abrufen kann. Ja, also durchaus nicht die ganze Zeit mit Vollpower hier fliegen. So, für einen Takeoff natürlich schon Vollpower. Ja, Nachbrenner gibt's nicht. Und wir halten uns an die empfohlene 90 Knoten Rotationsgeschwindigkeit. Einfach die Nase dann ein Stück hochziehen und das Teil hebt im Prinzip von alleine ab hier. Ja, positive rate, Gear up. Flaps einfahren. Eigentlich bevor man bei 135 Knoten ankommt. Ich habe es ein klein wenig spät gemacht. Und ich nehme auch schon Power raus. Wir haben sowieso nicht allzu viel Sprit bei. Wir müssen auch ein bisschen spritsparend fliegen. So, Treibstoffpumpe lassen wir an. Sicher, sicher. Flapsen eingefahren. Fahrwerk ist ab. Also auch eingefahren. Passt alles. So, das Teil macht einfach Spaß und fühlt sich auch gut an. Die Trägheitsmomente sind in meinen Augen in der Config auch ein ganz klein wenig zu low. Also es fühlt sich ein klein wenig zu twitchy an. Es könnte sich ein bisschen träger anfühlen. Aber das sind alles so Geschichten, die... die habe ich bei Payware-Flugzeugen auch, diesen Eindruck. Ja, das ist also alles im Limit. So, ich mache mal Eye-Tracking aus. Ah, es fühlt sich gut an. Es ist halt auch kein Kampfjet oder sowas, obwohl die durchaus Varianten hatten damals, die dann ausgerüstet wurden für den Kampfeinsatz. In Vietnam sind die, glaube ich, eingesetzt worden dann auch. Das war dann aber, glaube ich, die T-37C. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Ah, ist einfach nur geil. Ja, Las Vegas ist auch eine Kaufszenerie. Hier sind wir schon ein paar Mal drüber geflogen. Ne? Nicht wundern, das könnte bei euch dann im Flugsimulator halt anders aussehen.
Die Performance für den ganzen Cruise-Bereich habe ich jetzt nicht getestet, ob das 100% mit dem Handbuch übereinstimmt. Das wäre sehr, sehr zeitaufwendig. Aber ich sag mal, im Landeanflug müssten wir theoretisch selbst mit Speedbrakes so Geschwindigkeiten um 120, 130 Knoten halten können. Auch mit ausgefahrenem Fahrwerk. Und das wird hier ein bisschen knapp. Ja, deshalb habe ich mir zum Beispiel hier jetzt schon jetzt für dieses Video die Drag-Koeffizienten, also den Luftwiderstand von der Luftbremse, um mehr als halbiert und dann kommt das halbwegs hin. So, dann machen wir mal Head-Tracking wieder an. Und fliegende Landung. Das ist auch das mal, was am wichtigsten ist, ne? Take-off und Landung. Alles andere ist easy. Für die Landung, also so eine normale Platzrundenlandung, ja, wird halt im Downwind-Lag auf ca. 135 Knoten runtergegangen. Mit Hilfe der Speedbrakes durchaus. Fahrwerk kann ausgefahren werden unter 150 Knoten. Und die Flaps werden dann, wenn man sie nicht unbedingt vorher schon braucht, erst beim Turn in den Base ausgefahren, laut Handbuch oder so. Ne? Aber man darf auch nicht vergessen, die Handbücher, das ist immer so die Theorie. Und dann kann sich das später bei den Piloten aber auch ganz anders eingeschliffen haben, weil sich das rausgestellt hat, dass es vielleicht besser ist, die Flaps schon auch im Downwind-Lag auszufahren oder so. Ja, aber ich habe dazu im Internet jetzt keine richtigen Trainingsvideos oder so gefunden. Das heißt, ich kann nur das sagen, was wirklich im originalen Handbuch drin steht. Und das ist halt Downwind Lag, 135 Knoten, mit Speedbrake, Fahrwerk raus und dann beim Base-Turn und runter in den Final die Flaps full setzen und mit ca. 110 Knoten den Base fliegen. Und im Final kann man dann runtergehen auf die V-Approach. Auch da gibt es im Handbuch eine Tabelle nach Gewicht. Und für unser Gewicht wäre das jetzt ja, 83 Knoten. Das ist die Mindest-Approach-Geschwindigkeit. Aber empfohlen wird auch hier eine Mindestgeschwindigkeit von 100 Kias im Approach. Und daran werden wir uns auch halten. Wir werden versuchen, 100 Knoten im Final zu fliegen. Und dann bei 30 Feet einfach Throttle cutten, flaren und dann ist gut. Das habe ich sogar so in einem Video gesehen. Also da wird der Throttle wird hart gecuttet, wirklich rausgenommen, geflared, fertig. So, Speedbrake raus. Wir sind im Downwind-Lag. Ne? Deutlicher Liftverlust, deutlich Drag. Ich bleibe trotzdem bei ungefähr 80% Power, weil wir haben halt bei diesen Maschinen das Problem, die sind unheimlich träge. Ne? Also man sollte hier auf keinen Fall, ich sag mal so unter 70% Power kommen, das kriegt man nachher fast gar nicht mehr rausgeholt. So, Fahrwerk raus. Wir haben 1000 Fuß Höhe über dem Airport. Der Airport liegt auf 1,8 noch was. Oh, jetzt juckt mir die Nase und ich muss, glaube ich, niesen. Das ist nicht gut. Das geht schief. So, da ist die Runway, wir fliegen noch ein klein wenig. Ja, Geschwindigkeit sieht gut aus. Ich nehme so gut wie gar kein Power raus. Minimal habe ich rausgenommen Power. Bin jetzt knapp unter 80. Ich gebe, glaube ich, sogar wieder ein ganz klein bisschen rein. Weil die Flaps, wenn wir sie ausfahren, natürlich auch noch mal ein bisschen Drag haben. So, wir landen aber auf der linken Bahn. Daran habe ich mich jetzt gewöhnt beim Testen. Und wir fangen an zu sinken, drehen in den Base. Ja, Runway ist so 45 Grad hinter uns ungefähr. Und Flaps 1. Und Flaps 2. Und durch den Drag brauchen wir fast gar nicht mit dem Power groß rumspielen. Das pegelt sich halbwegs bei den richtigen Geschwindigkeiten ein.
Ja, ich gebe ein ganz klein bisschen Power wieder rein. Minimal, weil bei einer Kurve immer ein bisschen Lift verlieren. Und das Ding ist wirklich, also man merkt, dass es ein Trainerflugzeug ist, ja, also ein Ausbildungsflugzeug. Es fliegt sich so herrlich. Ja, ist nicht zu einfach, aber man kann jetzt auch nicht wirklich was falsch machen irgendwie damit. Ah, ich habe zu weit gezogen, den Downwind Leg. Ich hätte viel eher runtergekonnt. Gib nochmal einen Mühe Power rein. So, Fahrwerk ist draußen. 3 Green, Flaps sind full down. Speedbrakes sind aus, Treibstoffpumpe ist an. Landelicht hat man gar nicht ausgemacht. Passt. Ich brauche gar nicht viel rumtrimmen. Und Cut. Nase hochhalten, ruhig. Das geht auch wunderbar bei dem Flugmodell, das ist echt gut programmiert. Und runter. Noch bremse ich gar nicht. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir runterkommen hier. Da vorne ist eine Ausfahrt. Es macht einfach nur unheimlich Spaß. Das Ding ist wirklich, wirklich gut, Leute. Kann ich nur empfehlen. Ja, und wer einen Texteditor hat, der kann sich auch einfach in der Flight Model Config die beiden Drag-Werte von der Spoilerzeile raussuchen und die einfach halbieren, dann passt das schon mal. Das ist schon deutlich angenehmer. Gut, lieber, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich finde das Teil wirklich, wirklich geil. Ja, und wenn da noch so ein ganz klein bisschen, ich sag mal, am Flugmodell rumgetunt wird, dann würde ich es noch geiler finden. Und dafür, dass das kostenlos ist, ist das selbst im jetzigen Zustand wirklich top. Das Teil kann sich in meinen Augen auch mit Payware messen. Den Link von FlightSim.to haue ich in die Videobeschreibung rein, wenn ich es nicht vergesse. Ja, Notiz an mich selbst, Link reinhauen. Und ja, ich schaue mal, ob ich vielleicht sogar den Entwickler auf FlightSim.to kurz anschreibe. Mal gucken, ob er empfänglich ist, vielleicht für den einen oder anderen Hinweis. Und ja, ansonsten am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Bei YouTube geht einfach viel zu viel unter. Ich sehe einige Fragen erst sehr, sehr spät oder manchmal auch gar nicht. Und ihr könnt euch bei Discord natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, ein bisschen rumchatten, vielleicht sogar einen Mitspieler für einen Multiplayer-Flug finden oder unsere Voice-Kanäle benutzen. Den Link zu Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!